Guck mal hier, Leute. Ich habe ein ganz, ganz tolles Zuhause mit einem Kamin, den ich nicht anmachen kann. Warum kann ich den Kamin eigentlich nicht anmachen? Das müsste man doch jetzt auch mittlerweile machen können, oder nicht? Aber zum Schrank kann ich bestimmt gehen, oder? Guck mal, Garderobe ändern. Guck mal hier. Ich habe nichts. Ich habe ein Outfit, das ich nie waschen kann. Ich muss bestimmt schon stinken. Oh, jede Sache ein anderer Supermarkt. Shawnee, du gehörst zu den Charakteren. Charakteren, sage ich schon. Oh mein Gott, wegen Spiele, ne? Weißt du, jetzt habe ich. Oh Gott. Du gehörst zu den Menschen, die jedes Mal einen anderen Supermarkt betreten, wenn sie halt eben gewisse Dinge brauchen. Ich habe da ja auch schon von gehört. Gerade Frauen. Entschuldigung, wenn ich so sexistisch sein muss, aber das habe ich von Frauen halt eben gehört, die gerne auch mal in Drogeriemärkte gehen, weil gewisse Drogerieartikel bekommen sie ja nur im Drogeriemarkt. Ich gehöre zu denjenigen, die zum Beispiel einen Bäckerunterschied machen. Also ich gehe zum Supermarkt und wenn ich im Supermarkt bin, hole ich mir mein Brot nicht im Supermarkt. Ich hole mir mein Brot immer beim Bäcker, weil das einfach besser schmeckt. Das schmeckt einfach Bäcker. Bäcker, hast du verstanden? Anstatt besser schmeckt das Bäcker. So, bring deine erste Ernte ein. Geht noch nicht. Ich muss noch ein Blumenkohl an Dipper bringen. Wusstet ihr übrigens, dass Dipper ein. Wie. Nicht Pseudonym. Wie heißt denn das? Oh Gott, hier passiert was. Ihr seid hier nicht willkommen! Dummheit bestraft. Danke. Habe ich gesagt, dass es schmeckt Bäcker? Hallo Leute! Daran kann ich mich noch dran erinnern, diese Frau, die nicht gemocht wird in diesem Spiel. Leidenschaftliche Bürger von Starlet Town. All dieser Aufruhr ist völlig unnötig. Die Kugelfischkorb ist nicht hier, um Schaden anzurichten. Ganz im Gegenteil, wir sind hier, um dieser Stadt zu helfen. Schluss mit den Lügen, Frau Kugelfisch. Wir wissen genau, warum du hier bist. Du kannst mich Karen nennen. Und bitte fahr fort, Frau. Betty! Frau Betty. Entschuldigung. Erst duzen sie sich, aber dann nennen sie sich Frau Betty und so, ne? Ihr habt die Ölkatastrophe zu verantworten, die diese Stadt letztes Jahr heimgesucht hat. Diese alten Knochen haben schon genug von euren abscheulichen Projekten gesehen. Wir brauchen hier kein Ölbohrunternehmen, Frau Kugelfisch. Bitte Schluss damit. Wir wollen hier keine Bohrungen mehr. Ich fürchte, das liegt nicht in eurer Hand. Aber ja, wir hören. Ja, wir sind ein Ölbohrunternehmen, aber Dinge sind nicht immer einseitig, wie Frau Betty meint. Wir brauchen euer schmutziges. Wenn ich darf, Rothemd, wir können Coral Island wieder lebendig machen, indem wir tonnenweise, und ich meine Tonnen, unsere Arbeit hierher bringen. Nachdem wir aus dem Museum im Öllager gemacht haben, werden wir die Bohrtürme bis zum See und über den Strand ausweiten. Wird langsam klar, worauf ich hinaus will? Ich sehe schon Plätze mit Verkaufsautomaten vor mir, Parks. Viele unserer Arbeiter werden sich in dieser sterbenden Stadt niederlassen wollen. Die Kugelfischkorb kann Coral Island helfen, eine wunderbare Ölstadt zu werden. Wir können Arbeitsplätze schaffen und unsere werden haufenweise Intellektuelle hierher bringen. In kürzester Zeit wird diese Stadt wieder lebendig werden. Man stelle sich das vor, überall Mitarbeiter von Kugelfisch, die am Pier chillen oder im Fischensips. Was? Im Fischen Sips? Heißt es nicht Fischen Chips? Alle werden das Leben genießen. Rothemd? Denkt an das große Ganze. Mal ehrlich, niemand weiß von dieser charmanten kleinen Insel. Wir wollen euch helfen, unsere Operation bis zu den Küsten von Coral Island auszuweiten. Dann wird dieser Ort weltberühmt. Wir werden euch zur Bekanntheit verhelfen. Ihr müsst Ja sagen. Und mit helfen meinst du Bohrarbeiten auf der ganzen Insel? Die Investoren von Kugelfisch werden gewaltige Profite machen. Rechnet doch mal, ihr werdet schon dahinter kommen. Leute, wir sollten uns beruhigen. Wir werden zu keiner Lösung kommen, wenn alle so emotionsgeladen sind. Aber schön, dass alle auf einem Haufen sind. Da könnte ich die Quest mit dem sprich 30 Charakter an, hätte ich jetzt hier viel schneller erledigen können.
Bei Coral Island wurde der Spielstand ja nicht übertragen, soweit ich es mitbekommen habe, oder? Ja, genau. Du konntest nur bei deinem alten Spielstand sämtliche Sachen verkaufen, zu Geld machen und das Geld konntest du tatsächlich drüber transferieren zu deinem neuen Speicherstand oder halt mitnehmen und dann konntest du da quasi deine Farm schneller aufbauen. Lisa, hallo. Bisschen Yoja-Vibes aus Stardew. Oh, das weiß ich nicht. Da kann ich nichts zu sagen. Frau Carrot, danke, dass du dir Zeit nimmst. Könnt ihr mal aufhören, sich Frau und du zu nennen? Das ist wie im Supermarkt. Frau Schulte, kannst du mal vorbeikommen? Ich möchte hier, der Kunde möchte hier unbedingt seine Pampers zurückgeben, die schon gebraucht sind. Ja, Frau Meier, das geht doch aber gar nicht. So klingt das irgendwie, so im Supermarkt hier. Unsere Tür steht immer offen, Herr Bürgermeister. Jetzt gehen sie wieder alle. Ich würde mindestens noch einen überreifen Apfel sehen, der an ihrer Stirn klatscht. The Pufferfish. Pufferfish save the... Was? Save the island? Glaube ich, oder? Was? Toffee, nicht wahr? Oh, ich weiß, wer du bist. Schön, deine Bekanntschaft zu machen. Guck nicht so verwirrt. Du kennst mich nicht. Ich bin Karen. Ich gehöre zur Kugelfisch Corp. Toffee, diese Insel stirbt. Das wissen wir beide. Diese Leute, sie verschließen die Augen vor der Wahrheit. Wir sollten das Beste daraus machen. Sehr, sehr zwielichtige Person. Habe ich schon im Early Access schon sehr, sehr komisch gefunden. Diese Dame. Und ich glaube, mit der ist auch nicht gut Kirschen essen. Das wird noch eine sehr, sehr interessante Wendung mit der nehmen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber darum müssen wir uns erstmal nicht kümmern. Ich wollte über Dipper reden mit euch, Leute. Dipper, achso, ich muss bis um 9 warten. Dipper ist eine Zusammensetzung aus dem Vornamen und dem Nachnamen einer berühmten Person, die hier in dieses Spiel integriert worden ist. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich habe leider keine Beweise dafür, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Dipper eine Zusammensetzung aus Dua Lipa ist. Das ist doch die immer die Dings singt hier. Die singt doch immer diese tollen Songs. Dua Lipa. Hat die nicht auch dieses komische Orgasmuslied da gesungen? Oder so. War das nicht die Dua Lipa? Auf jeden Fall die Musikerin. Die heißt Dua Lipa, ich weiß. Aber ihr wisst, was ich meine. Hab heute Bescheid bekommen, dass ich am 1.11.2057 in Rente gehen darf. Ja, das ist ja fast morgen. Dauert ja nicht mehr so lange. Ich weiß gar nicht, wann ich in Rente gehen darf. Weil ich gehe halt in Rente, wenn ich es für richtig halte. Bin ja selbstständig, ne? Wie findest du, dass das Coral Island immer von vorne spielen muss? Gar nicht so schlimm. Wie gesagt, dass ich halt eben beim letzten Spielstand nicht alles machen konnte, ist das eigentlich gar nicht mal so schlimm. Wie viel kaufe ich denn jetzt von den Blumenkohlsamen? Ich kaufe mal nur einen. Ich muss Geld sparen. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Blumenkohl. Ach so, aber Mist. Wisst ihr, was Kacke ist? Ich kann diesen Blumenkohl gar nicht. Diese Anfrage hätte ich gar nicht machen können. Guck mal. Hier bei der Besorgung. Also Quatsch, die habe ich ja schon angenommen. Ich wollte diese Besorgung machen. Warte, ich guck mal kurz. Wo sind die Besorgungen? Dringend benötigt. Hier, guck mal. Frist ist morgen. Weißt du, wie lange so ein Blumenkohl wächst? Ganz bestimmt nicht einen Tag. Gut, ich hätte es am Vortag schon kaufen können, aber wetten, der wächst ewig lang? Was steht denn da? Wächst in 10 Tagen. Das hätte nie geklappt. Wieso hole ich eigentlich diese Samen? So scheiße. Da gehe ich lieber Bogenschießen. Blubnana, hallo. Ich sterbe bestimmt in meinem Bürostuhl, weil die Rente sich immer weiter nach hinten schiebt. Oh Gott. Och Leute. Ja, wichtig ist, ganz wichtig, das ist jetzt ein ernstes, also das meine ich sogar ganz ernst, Leute. Die Rente ist ein Thema, das ihr auch selbst in der Hand habt. Ihr solltet auf jeden Fall, und das kann jeder für sich auch wirklich machen, ihr solltet auf jeden Fall dafür sorgen, eine private Rentenvorsorge zu haben. Ganz, ganz wichtig. Sorgt dafür, dass ihr eine private Rentenvorsorge habt, weil die gesetzliche leider nicht mehr das Wahre ist. Das war sie früher vielleicht mal, aber jetzt nicht mehr. Ich muss das sowieso von Berufswegen machen. Ich habe ja, weil ich selbstständig bin, habe ich keine andere Wahl. Ich muss privat vorsorgen für die Rente. Ansonsten, ich kriege ja keine Rente. Sonst
ist ja, ich bin ja privat, ne? Und deswegen, also selbstständig und privat halt, ne? So, Lieferkiste geht noch nicht. Was machen wir denn heute dann? Darf ich schon tauchen gehen? Warte mal. Ich gehe mal gucken, ob ich schon tauchen gehen darf. Weil das tatsächlich eines der Sachen war, die ich am ehesten noch als Zeitvertreib gesehen habe. Oder wir machen unser Feld frei. Das können wir rein theoretisch. Aber wir haben es ja nicht notwendig, oder? Also so viel Platz brauchen wir tatsächlich nicht. Oh, ach, falsch gelaufen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die das entscheiden, halt auch mit 90 in ihrem Stuhl sitzen und labern können und keinen Plan haben, was körperliche Arbeit wirklich bedeutet. Ja gut, das ist natürlich immer so eine Sache. Aber es ist ein zweischneidiges Schwert. Viele lästern und sagen ja, körperliche Arbeit... warum stehst du hier so halbnackt rum? Okay, Ladies and Gentlemen, habt ihr Bock auf Theo? Der fährt nach Lodge. Wusstet ihr das? Der neue Nachbar ist wohl kein Nudelrestaurant, wie ich gehofft hatte. Der neue Nachbar ist kein Nudelrestaurant? Ist das so eine Anspielung? Ich darf wirklich noch nicht tauchen gehen. Schade. Ja, da müssen wir unser Feld freimachen. Ja, also es gibt böse Zungen, die behaupten, gibt gewisse Leute halt eben, die nicht wissen, was harte Arbeit ist. Aber da gibt es wieder böse Zungen, die behaupten, es gibt gewisse Leute, die nicht wissen, was Management für Arbeit ist. Und es stimmt beides irgendwo. Man kann sich über beides kein Urteil bilden, wenn man halt eben nicht da drin gesteckt hat in der Situation. Oh. Ja, richtig. Gestreifte Gartenraupe. Theo, bitte mach mir ein Bananenbrot. Okay, ich werde mal mein Feld hier aufräumen. Ja, stimmt, das geht auch noch. Hallo Levi Maus und hallo Zockerin. Schönen guten Abend. Ja, auch an euch einen schönen guten Abend. Ich mache jetzt mal. Wir machen den Weg frei. Toffee-Banken, Reifeisenbanken. So. Nee. Nee. Hier erstmal den ganzen Müll wegmachen. Das gibt's doch gar nicht. Ah, ich habe schon wieder keinen Platz. Im Inventar. Dann packe ich mal alles in meine Trü. Wilde Samen. die Sachen kann ich auf jeden Fall verkaufen, aber soll ich das jetzt... Nee, komm, die packen wir trotzdem erstmal in die Dings, in die Kiste. Weil wir können sie zwar verkaufen, aber jetzt müssen wir es gerade noch nicht tun. Ich mache mal alles da rein, was gerade nicht gebraucht wird. Nö. Kopfarbeit ist auch anstrengend und auf eine Art und Weise. Ja eben, genau, deswegen sage ich ja, wenn man da nie drinne gesteckt hat in den Themen, ist es immer ein bisschen schwierig, darüber zu lästern und so. Apropos, ich habe letztes Mal darüber diskutiert, im letzten Part, wo wir hier gespielt haben, da habe ich tatsächlich mit euch quasi so in Absentia diskutiert über die Tatsache, dass ich jetzt Mülleimer gekriegt habe für die gelbe Säcke. Und da stand, ich glaube von Hermes, du warst es, glaube ich, du hast geschrieben, du hast schon seit 10 Jahren gelbe Säcke, also gelber Müll oder Plastikmülleimer. Seit 10 Jahren schon? Und bei uns kommt das erst jetzt? Stimmt das wirklich, dass du das schon seit 10 Jahren hast? Ich bin schockiert. Ich bin wirklich schockiert, dass das bei uns dann jetzt erst vorkommt. Vor allen Dingen, ich wohne in Baden-Württemberg. Da regieren die Grünen. Gerade die müssten das doch am schnellsten realisiert haben, oder nicht? Wo lebst du denn, Toffi? Hier gibt's immer noch gelbe Säcke. Das war ich, genau. Sachsen-Anhalt, schon seit 2011. Hier regieren die Grünen in Baden-Württemberg. Und wir haben immer noch gelbe Säcke. Es ist wirklich so. Ich verarsche euch nicht. Und jetzt haben wir eben die Container gekriegt, die Plastikcontainer. Und die sind allerdings erst ab nächstem Jahr verfügbar, also nutzbar. Man kann sie schon hinstellen, man kann sie schon füllen, wenn man möchte, aber erst im Januar wird es abgeholt. Also ist ein bisschen blöd, dann Plastik jetzt zu lagern, ne? So, ich mach mal hier frei. So, dann looten wir hier ein bisschen. Mehr können wir heute an dem heutigen Tag tatsächlich nicht machen. Jetzt auch beides bei uns. Ach so, beides. Okay, das ist natürlich auch interessant. Boah, dauert das lange, bis so ein Ding kaputt ist. Ich glaube, ich muss mal
bei Gelegenheit ihr mal meine Axt. Ja, genau, das geht wahrscheinlich nämlich nicht. Kann ich das bitte nochmal sehen? Das sah geil aus. Ich habe auch noch gelbe Säcke. Chaos Cat, hey, bei uns ist das von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich tatsächlich. Siehst du mal, also ich war nur schockiert, dass manche das halt wirklich seit 10 Jahren schon haben. Ich war schockiert. Ich gedacht habe, hä? Und bei uns wurde das jetzt erst diskutiert. Eben, ich glaube, die Diskussion gab es bei uns jetzt erst sowieso. Deswegen war ich auch so geplättet, dass es halt eben so schnell ging nach der Diskussion. Das hat mich jetzt richtig ein kleines bisschen, schwebt da irgendwie. Kann es sein, dass da ein Tannenzapfen schwebt? Wir sind nicht mehr im Early Access, Leute. Kann da bitte jemand dafür sorgen, dass dieser Tannenzapfen, guck mal hier, ich habe einen Tannenzapfen zwischen den Beinen. Der schwebt da rum. Das darf aber nicht sein, liebe Entwickler. Entschuldigung, aber da müssen wir nochmal drüber gehen, ne? Machen wir heute mal ein bisschen Überstunden. Ja, ich bin wieder am Lästern. Lizzie Sama, dankeschön für den Raid. Ich habe leider keinen Raid-Alert. Ich habe den immer noch nicht eingestellt. Es tut mir leid, aber ich appreciate Lizzie Sama für ihren Raid. Dankeschön. Vielen Dank an alle Raider. Und guten Abend natürlich an dich und alle anderen. Ich bin gerade am Müllfarmen. Dankeschön an YXSH. Wie spricht man das aus? X09. Dankeschön. Und Torkitsch. Lizzie Raid, yeah. Du Huhn. Ja gut, meine Mods beleidigen. Also falls ihr hier neu seid, ne, meine Mods beleidigen mich gerne mal als Huhn, weil ich menschlich bin und Sachen vergesse. Ich bin halt alt. Das sage ich immer wieder. So, habe ich jetzt tatsächlich schon wieder mein Inventar voll, ne? Ist tatsächlich so. Jetzt mal alles weg. Bevor ich ins Bett gehe, will ich noch meine Ausdauer verschwendet haben. Komplett aufgebraucht. Ups. So. So. Nee. 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 Damit ich was auf Lager habe hier. Du hast es geschafft, ein Postfach nach 2 Jahren einzurichten. Also schaffst du es auch in 2 Jahren, einen Raid-Alert zu haben. Ja, siehst du? So, man muss es positiv sehen. Siehst du, Lauri sieht es positiv. Wir machen den Countdown jetzt rein. 2 Jahre später. Oh, ein Raid-Alert. Oh Gott. Ich bin heute etwas stiller, wollte nebenbei mal wieder was lesen. Oh, Lisa, lies ruhig. Ich habe heute erst eine Podcast-Folge rausgehauen, wo ich mal wieder über Mangas lamentiert habe. Und es hat wieder so viel Spaß gemacht, über Manga zu reden, Leute. Falls ihr Interesse an Podcasts habt und an Manga-Empfehlungen meinerseits, guck hier, dann dürft ihr gerne mal diese Podcast-Folge angucken oder anhören. Ich habe es versucht so zu gestalten, dass man es auch nur hören muss, ne? Also ne? Wenn ihr wollt. Und es hat wieder so Spaß gemacht. Ne? Es hat so Spaß gemacht, über Mangas zu reden, weil es einfach momentan, ich lese wieder halt viel Mangas in letzter Zeit. Manga, nicht Mangas, Entschuldigung. Ich versuche mich dran zu gewöhnen. Ohne S. So, niedrige Ausdauer. Du kannst essen oder trinken, um deine Ausdauer wieder aufzufüllen. Rüste Nahrung oder ein Getränk aus und drücke dein X, um es zu verzehren. Du kannst auch zum Bett gehen, um deine Ausdauer wieder aufzufüllen. Ja, das mache ich jetzt auch, denn es hat um 20.40 Uhr im Spiel auch, glaube ich, keinen Sinn mehr, hier noch was zu essen. Dann gehen wir lieber ins Bett und haben den nächsten Tag wieder volle Energie. Und kriegen wilde Samen. So. Lizzie Sama, dankeschön für den Follow. Dankeschön. Manga-Fan, dann lasse ich ja ein Follow da. Ah, was liest denn du so Schönes? Da können wir auch, natürlich auch drüber reden, ne? Ich habe jetzt einen Horror-Manga angefangen, der ein One-Shot, also wirklich nur so ein Einzelner. Und der hat mir gar nicht zugesagt. Die ersten 2 Kapitel sind so Kurzgeschichten. Und die ersten 2 Kurzgeschichten, die haben mir überhaupt nicht zugesagt. Die fand ich voll dämlich irgendwie. Ich lese trotzdem mal weiter, aber irgendwie hat er mir nicht zugesagt. Da wollte ich auch nochmal im Podcast drüber sprechen, ne? So, der Mark ist da. Mal gucken, ob ich Mark mag. Also ich mag Mark ja, aber Mark mag mich nicht. Und Mark mag Tomaten mag.
Das ist die Frage. Rosaria Moon, hallo. Ja, guten Morgen, ich bin Mark. Du bist neu auf der Farm, ich weiß. Der mysteriöse Name 7776766, Dankeschön! Dankeschön! Vielen, 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 vielen Dank. Lizzy, danke für den Raid nochmal und danke, dass du da warst. Dankeschön, Dankeschön. Jetzt fehlen noch 4 zum mysteriösen Spieletest. Ich wollte es nur gesagt haben. So langsam habe ich das Gefühl, das ist Vroni unter anderem Namen. Weißt du wie? Das wäre ein mega Plot-Twist, oder? Dankeschön. Vielen, 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 vielen Dank für deine Großzügigkeit. Auch du hast schon hier so viel liegen gelassen an Gifted Subs. Vielen, vielen Dank dafür. Danke, 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 danke. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Danke. So. Ich bin hier, um dir ein paar Dinge zu sagen. Die Mine im Nordwesten hat jetzt geöffnet. Gleich hinter dem Wald. Wenn du Jacks Ranch siehst, kannst du links abbiegen und dem Pfad folgen. Sie war geschlossen. Ich komme nicht mehr mit. Nee, also sie war wirklich geschlossen. Ich habe es ja gesehen, weil ich rumgelaufen bin. Aber gut, warum war sie eigentlich geschlossen? Ja, sie war geschlossen und wurde jetzt wieder geöffnet. Hast du das verstanden? Hä? Was bedeutet geschlossen? Ich habe das nicht verstanden. Was bedeutet geschlossen nochmal? Ich kenne eine geschlossene Gesellschaft. Och Mensch. Ich wollte gerade meinen blöden Witz machen. Jetzt hat Vroni schnell wieder den Account gewechselt und wieder gesammelt. Moppy TV, hallo auch an dich. Und Dankeschön, Vroni. Vielen Dank. Danke. Danke, 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 danke. Ich war gerade mitten in meinem Witz. Ich wollte einen ganz, ganz witzigen Witz über geschlossene Gesellschaft machen. Jetzt mache ich ihn nicht mehr, weil jetzt zündet er nicht mehr, weil es zu spät ist. So, wir haben uns den Witz versaut hier. Der Bund des Lächelns hat die oberen Ebenen der Höhle gesäubert. Geh nur nicht zu tief rein, deine Hake wird dir da nicht helfen. Monster! Das ist gefährlich! Das war's. Wenn du mehr wissen möchtest, sprech mit Kira. Ich bin hier fertig. Das war einer. Pah, Zeitverschwendung. Aber Hauptsache hat sein Goldkettchen um, ne? Was ist das denn für einer? Oh, ich kann endlich ernten, Leute. Erntedankfest. So, mein ersten Auftrag, Ernte-Dings hier abgeschlossen. Achso, mein Inventar ist voll. Ach, ich vergaß. Gut, dann machen wir es so. Ich schmeiß mal alles ins Inventar rüber. Außer die Sachen, die ich verkaufen will. Das hier verkaufe ich. Kann ich das nicht transferieren auf X. Warte mal. Aber das ist transferieren 1, ne? Nee, hä? Okay. Ich dachte, ich kann einfach so rüber ziehen. Ja, ist ja wurscht. Ist wurscht. Also ich auf jeden Fall verkaufe ich die ganzen Insekten und ich möchte natürlich auch das Gemüse verkaufen, das wir gerade nicht brauchen. Halte ich gerade einen toten Schmetterling in der Hand? Alter, wie riesig ist der denn? Guck mal, und ich halte Dori in der Hand. Guck mal. Wie kann ich denn mit Dori in der Hand ernten? Benutze ich wirklich den Fisch dazu, meine Sachen auszuwurzeln? Zombie, hallo? Das ist ja irgendwie ein bisschen eklig. Jetzt stinken die ganzen Sachen nach Fisch. Okay, Spyro, hallo. Ich schaue heute sehr still zu, wollte aber hier ein Herz da lassen. Knuddel an euch alle. Dankeschön, Spyro. Dankeschön. Upsala. Ja, also ich ernte immer mit einem Fisch in der Hand. Das finde ich super. Ich kann auch einen Wurm in die Hand nehmen. Einen Tausendfüßler. Sieht ein bisschen trostlos aus, jetzt nur noch das eine Ding hier ist.
den einen Account auf dem Handy, den anderen auf dem Tablet. Aber nein, ich habe nur den einen Account. Schwarze Rose, hallo auch an dich. Vroni, das beruhigt mich jetzt tatsächlich ein kleines bisschen. Ich habe schon ein bisschen Angst gekriegt, dass wir dich jetzt gerade überführt haben. Mit deinen 1000 Accounts und deiner Großzügigkeit. Bio Coincidence, hallo auch an dich.